Und damit willkommen zu einem allerheiligen Spiel. Allerheiligste Zeit ist es ja auch. The Thing. Hast du gerade eben gesehen? Das Ding von teils Sierra, teils Computer Artworks. Wer damit was betraut war, man weiß es nicht. Beziehungsweise das Ding aus einer anderen Welt. Ja, schön schneeig, schön eisig, schön passend zur Jahreszeit. Ja, den Film sollte man vielleicht mal gesehen haben mit... Wie hieß er noch? Wie hieß er noch gleich? Ach, der Star Wars Mann aus dem Film, wie hieß er noch? Nicht Mickey Rourke, sondern mit Snake Plissken. Naja, Hausaufgabe fürs nächste Mal oder einfach in die Kommentare schreiben. So, was ist das? Das ist, keine Ahnung, ein Spiel. Wurde mir mal empfohlen. Ich hab's mir dann spaßhalber mal gegönnt und seither noch nie angetestet. Ist aus dem Jahr, keine Ahnung. Läuft auf jeden Fall. Was steht hier? Windows 98 ME 2000 XP. Aha. Ein Pentium 2 mit 400 MHz oder höher wird auf jeden Fall empfohlen. Na dann. 64 MB RAM. 3D-Grafikkarte und so weiter. Und so fort. Ja, alles so ein bisschen aufgehübscht jetzt hierfür. Mal auf HD hochgetrimmt. Ich hoffe mal, das funktioniert auch halbwegs. Aufnahme läuft. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ist nicht allzu lang. Aber ich dachte mir so ein bisschen das neue... Okay. Das neue Wochenendprojektchen vielleicht. Denn ich habe jetzt hier über die Tage so ein bisschen die Möglichkeit, hier was aufzunehmen. Deswegen mache ich das einfach mal spaßhalber. Genau. Ist wohl eins von diesen Spielen. Ja, wohl Konsolenspiel im Kern. Deswegen wird hier wahrscheinlich... Ja, wie wird das ablaufen? Wahrscheinlich mit Checkpoints oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Habe mich noch nicht großartig befasst. Habe es nur mal ganz kurz gestartet, ob man was sieht. Und man sieht tatsächlich was. Ja, Schwierigkeitsgrad, das ist schon die große Frage. Aha, klein, mittel oder großer Lichtkegel, schätze ich mal. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gespielt. Eigentlich würde ich es gerne mal auf schwer probieren. Vielleicht kriegen wir da hart aufs Maul, aber ich denke mal... ich versuche das einfach, oder? Schlechte Idee? Gute Idee? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal... Let's go! Gar nicht verstörend. Blake, hier Whitley. Wie ist die Lage? Nicht gut. Was sehen Sie? Bei dem Sturm absolut gar nichts. Haben Sie was gefunden? Tja, das Funkgerät ist im Arsch und alles andere futsch. Was soll das heißen? Es gibt kein Lager mehr, Colonel. Scheint eine Mordsexplosion gewesen zu sein. Die Suche nach Hinweisen dürfte aussichtslos sein. Verstanden. Durchsuchen. Wir brauchen eine Vorstellung davon, was passiert ist. Ich könnte den Helikopter in einer Stunde zu Ihnen schicken, aber die Sicht ist schlecht und die Wettermeldungen sind negativ. Okay. Wir sehen uns um und melden uns. Roger. Bis dahin überprüfe ich das Alpha-Team. Oh, denken Sie dran, Blake. Wir haben 40 Grad Minus. Diese Hundekälte kann einen echt fertig machen. Bringen Sie Ihr gesamtes Team schnellstens in eine Unterkunft. Roger. Blake Ende. Roger. Blake Ende. Ja, ja, wir sind also Blake und sind sozusagen gesprochen werden wir vom Herrn Lehmann. Okay, Tutorial. Okay, Kälte. In der Antarktis herrschen 40 Grad unter Null. Deshalb setzen ihnen im Freien die Kälte übel zu. Aha, ihr setzt sogar. Eine blaue Messanzeige unten am Bildschirm zeigt ihnen, wie viel Zeit sie noch haben, bis die Kälte ihnen tatsächlich Schaden zufügt und an ihrer Gesundheit nagt.
Missionsziele. Während des Spielverlaufs erhalten Sie Missionsziele, die in der oberen linken Ecke des Bildschirms farbkodiert erscheinen. Grüner Text zeigt an, dass ein Missionsziel immer noch aktiv ist. Orangefarbener Text bedeutet, dass ein Missionsziel bereits abgeschlossen wurde. Sie können den Status all Ihrer Missionsziele überprüfen, indem Sie die F-Taste drücken, um das Schlüsseldokumente, Missionszielmenü, bla bla bla. Mach's nach oben, Dokumente-Symbol, alles klar. Was? Drücken Sie danach die Eingabetaste. Ja, ich habe so ein bisschen was geändert. Ich hoffe mal, das wird berücksichtigt. Okay. Beweismittel sammeln und Überlebende retten, Team am Leben halten. Okay, das sind also die Leute. Hallo. Also wir Medizinmann, einen anderen und noch einen, keine Ahnung. Ja, ist wohl Third Person. Man kann sich auch abducken, okay. Und man kann... Okay. In der First Person sich kann ich nicht viel machen. So, stehen Sie mal wieder auf, guter Mann. Das ist wohl der Stützpunkt. Den Film habe ich lange nicht mehr gesehen. Müsste ich eigentlich mal wieder machen. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen, um mich so ein bisschen einzustimmen. Aber man kann im Leben nicht alles haben. So, und wir haben jetzt... Wir haben was zu tun, würde ich mal sagen. Okay, wir müssen eine Unterkunft suchen. Das ist aber wahrscheinlich die falsche Richtung. Gut, dann nichts wie Weg, beziehungsweise... Oh, langsam geht auch. Alles klar. Mein Team kommt mit. Finde ich ja nett. Irgendwas war mit F. Vielleicht mal rein, oder? Rinn in die gute Stube. Sind wir sofort wieder aufgefrischt? So, kommen alle rein. Sind mit dem ganzen Trupp unterwegs. Und ich hoffe mal, dass... Ich schätze mal, dass... Ach, er will noch draußen bleiben, einen rauchen. Das bleibt wahrscheinlich nicht ewig so, oder? Also meine Tür so zieht. Oder... Okay, das ganze Team. Jetzt sind wir wieder... Okay, jetzt sind wir aufgefrischt. Ich möchte aber vorher natürlich alles genießen. Reich scheint sicher. Ach so. Reich scheint sicher. Das ist natürlich gut. Die Stimme erinnert mich so ein bisschen an AVP2. Das haben wir auch schon auf dem Kanal, ne? Nicht ganz so... Wir müssen gar nichts. Aber wir machen das trotzdem. Gut, er hat ja recht. Ich weiß sogar, wie die heißen. Soldaten 1, 2, 3. Ach halt, kann ich doch überprüfen. Hier. Ah, North, weil er oben im Norden ist. Wie, das ist ja nicht East. Egal. Weldon und Burrows. Okay. Pistole. MP. Und nix. Achso, der ist ja der Medizinmann. Gruppe bleibt. Wie jetzt? Gruppe bleibt. Lehrer, Inventarplatz, Platz angewählt. Okay. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber es wird schon, es wird schon. Speichern? Nein. Mal ganz kurz eben. Nein. Wir haben ein Missionshandbuch. Und da kann man Dinge tun. Befehle erteilen. Sie können Ihren Squad-Mitgliedern verschiedene Befehle erteilen. Dazu müssen Sie das Squad-Menü öffnen. Im Squad-Menü können Sie alle... Okay, das ist jetzt wieder die Tutorial-Geschichte. Mein J. Aktionssymbole. Ich bin bewusstlos. Aha. Mhm. Munition. Ich brauche Munition. Moment. Ich kann eine Aktion ausführen. Nur Techniker. Ich kann eine Aktion ausführen. Achso, da gibt es so lustige Symbole. Vertrauen. Vertrauen gibt's nicht. Hm. Aber da ist doch Diversity unsere Stärke, oder wie war das? Vielleicht auch nicht. Angst. Also, Sie haben keine Angst? Kein Vertrauen? Zusammenfassung. Wenn Ihre Squad-Mitglieder Ihnen nicht vertrauen, tun Sie nicht mehr für Sie... Oh, nee, nichts sogar. Nichts mehr. Aber heute lesen ist bei mir heute nicht. Egal, morgen wieder. Und wenn Sie das Vertrauen in Sie völlig verloren haben, werden Sie von Ihnen möglicherweise zur Hölle geschickt. Ach was. Ihre Squad-Mitglieder sind keine hirnlosen Roboter. Wollen wir mal sehen. Sie sind gerade in eine Konfrontation mit Aliens hineingeraten und ihr Leben hängt davon ab, ob sie Monster als solche erkennen können. Obwohl sie vollkommen menschlich aussehen. Ach so? Stimmt, da war ja was. Handeln, reden, gehen und riechen. Aha. Aus diesem Grund werden ihre Squad-Mitglieder ihre Aktionen aufmerksam beobachten und auf jede Dummheit reagieren, die sie vielleicht begehen. Sie werden sie gegebenenfalls auch zwingen, sich zu beweisen, und sie werden nicht mit ihnen kooperieren, bis feststeht, dass sie zu den Guten gehören. Sie müssen ihr Vertrauen gewinnen und behalten, damit sie ihnen folgen. Ach, das ist ja herzallerliebst. Verlustfaktor. Ja, das Problem ist, es gibt keine, wie soll ich das sagen, kein Handbuch. Ich habe nur die CD in der Box und das war's.
Wahrscheinlich ist hier alles so ein bisschen ausgelagert, deswegen noch die. Alter, lass was hier. Achso. Bluttestspritzen. Okay. Nötigung? Hat man es mit einem widerspenstigen Squad-Mitglied zu tun, Status Orange, kann man mit einer speziellen Aktion versuchen, ein solches Squad-Mitglied zur Kooperation zu bewegen. Man nötigt ein Squad-Mitglied, indem man sich ihm nähert, in die Ich-Perspektive schaltet, während man die Waffe in der Hand hat und die Waffe dann 3 Sekunden lang auf den Kopf des unkooperativen Mitglieds richtet. Was ist denn hier los? Daraufhin erscheint das Squad-Menü dieses Mitglieds und man kann eine Aktion anwählen. Diese Aktion allerdings hat ihren Preis, denn das entsprechende Squad-Mitglied verliert viel Vertrauen. Richten Sie sich also darauf ein und reagieren Sie dementsprechend. Okay. Ja, so lesen ist heute nicht. Aber diese riesen Buchstaben, ist ohne Scheiß, das kann doch kein normaler Mensch lesen, oder? Das ist ein bisschen merkwürdig. Naja. Gut. Weitespeilen. Gut. Also, Leute nicht, oder das eigene Team nicht unnötig. Unnötig anzielen, wie auch immer. Waffe auf eigene Rechten. Was steht da? Beta-Team. Arctic Marines. Okay. Das Beta-Team. Ja, toll. Blake, wenn was repariert oder weggeräumt werden muss, bin ich der Richtige. Sollte was kaputt gehen, melden Sie sich. Dann helfe ich Ihnen pronto. Aber ich transportiere keine Leichen ab. Ich bin fertig und zu allen Schandtaten bereit. So ein hochauflösendes Gesicht. Kommunikation mit Squad-Mitgliedern. Ihr Squad besteht aus 3 verschiedenen Charakterklassen, die Sie anhand der Kopfbedeckung unterscheiden können. Ja, nicht nur das. Soldaten tragen immer einen Tarnhelm. Techniker gehen nirgends ohne ihre treue Kappe hin. Und Sanitäter halten sich. Das ist so ein bisschen wie. Wie war das noch? Opposing Force, oder? Sanitäter halten sich mit ihrem Schiffchen warm. An dem sich vorne ein rotes Kreuz befindet. Ja, logisch. Die Mitglieder ihres Squads führen eigenständige Leben. Sie zwinkern, zappelig, wenn sie sich langweilen und denken auch selbstständig. Achten Sie darauf, wie Sie Ihr Squad behandeln, denn alle Mitglieder sind ausgebildete Veteranen, die nicht zögern, sie auszuschalten. Ach so, das sind ja nicht so gute Veteranen, oder? Wenn Sie finden, dass Sie sich verdächtig verhalten. Sie kommunizieren mit Ihnen verbal und über Symbole, die über Ihren Köpfen erscheinen. Eine Erklärung der Überkopfsymbole finden Sie im Missionshandbuch, ja, selbstverständlich. Um mit Ihrem Team zu interagieren, müssen Sie die Tab-Taste drücken. Dort erscheinen die Gesichter der Squad-Mitglieder, die sich nahe genug bei Ihnen befinden, um Befehle zu empfangen. Die Gesichter zeigen Ihren physischen und emotionalen Zustand an. In der Mitte der Gesichter befindet sich der Gruppenbefehl Folgen bzw. Bleiben. Markieren Sie diesen und drücken Sie die Eingabetaste. Was? Ach, markieren, Eingabetaste drücken, okay. Um alle angezeigten Squad-Mitgliedern zu befehlen, ihnen zu folgen oder dort zu bleiben, wo sie sind. Gerade sind. Wenn Sie die Markierung auf dem Bildschirm bewegen, werden Ihnen in einem Feld in der unteren linken Ecke des Bildschirms Informationen und Befehle zu Ihrer momentanen Auswahl angezeigt. Okay. Weiter geht's. Vertrauen. Können wir schon, oder? Ja. Moment. Ihre Squad-Mitglieder sind aufmerksame Menschen, die Ihnen aufgrund Ihres Verhaltens mehr oder weniger vertrauen. Wenn Sie das Squad-Menü aufrufen, sehen Sie über den Namen der einzelnen Squad-Mitglieder einen Balken, der die jeweilige Vertrauensstufe anzeigt. Liegt die Vertrauensstufe im grünen Bereich, heißt das, Sie genießen das Vertrauen dieses Squad-Mitglieds. Moment, grüner Balken. War das? Vertrauensstufe im grünen Bereich, Vertrauensstufe. Heißt das, Sie genießen das Vertrauen dieses Squad-Mitglieds, dass es Ihre Befehle ausführt und Sie bei Ihren Aufgaben unterstützt? Liegt die Vertrauensstufe im orangefarbenen Bereich, traut Ihnen das Squad-Mitglied nicht und gibt Ihnen keine Unterstützung. Trotzdem ist es noch nicht überzeugt, dass Sie ein Gegner sind. Je nachdem greift es Sie auch nicht an. Liegt die Vertrauensstufe im roten Bereich, genießen Sie gar kein Vertrauen mehr und werden als Feind angesehen. Ah ja. Rotfeind, klar, was auch sonst. Man kennt's ja aus dem alltäglichen Leben. So, jetzt mal schauen. Also, ihr Lappen. Der ist hier, okay, grüner Bereich, fast grüner Bereich, der ist super. Ah, der ist wahrscheinlich der Intelligenteste, der weiß, da stimmt irgendwas nicht. Und der hier, den gibt's gar nicht. Gruppe bleibt. Okay. Oder Einzelne bleiben.
Ja, hier ist der Techniker und der ist der andere. Egal. Anklicken. Oh. Geh zu. Bleiben. Einem Squad-Mitglied geben. Was geben? Meine Waffe? Nö. Waffenmunition nehmen. Gehe zu. Computer. Nee. Was? Bleiben. Okay. 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 Was, muss er was reparieren? Muss er irgendwie... Ja, keine Ahnung. Genau, bleibt mal hier. Sichert sozusagen den Eingang. Können wir hiermit interagieren? Peter sagt nein. Ah, ein einfacher Verteilerkasten. Tipp, wenn das Handsymbol sichtbar ist, das war es ja nicht, bedeutet dies, dass Sie etwas tun können, indem Sie die E-Taste drücken. Achten Sie also immer auf dieses Symbol, wenn Sie die Umgebung erforschen oder mit Ihrem Squad zu tun haben. Dieser Verteilerkasten vor Ihnen gehört zur einfachen Sorte. Wenn Sie zu ihm hingehen, erscheint eine Nachricht in der Bildschirmmitte und sagt Ihnen, wieso spoilern nehme ich denn jetzt, wie dieser Verteilerkasten heißt. Außerdem sehen Sie das Bild einer Hand und einen gelben Balken am unteren Bildschirmrand. So erkennen Sie, dass Sie diesen Verteilerkasten selbst reparieren können, um ihn zu reparieren. Aha. Drücken Sie die E-Taste und halten Sie gedrückt. Sie sehen, wie sich der gelbe Balken auffüllt. Ist er ganz gefüllt, ist die Reparatur abgeschlossen. Sie können die Interagieren-Taste jederzeit wieder loslassen, um den Reparaturversuch abzubrechen. Wenn Sie später zurückkehren und die E-Taste wieder gedrückt halten, läuft die Reparatur dort weiter, wo sie das letzte Mal abgebrochen wurde. Och Gott, das wird bestimmt wieder böse, böse Viecher kommen. Ich muss auf Zeit dann irgendwas drücken. Stromversorgung für den Kommunikationsraum. Es ist vollbracht. So, kommen Sie mit. Oder gehen Sie weg? Was zur Hölle? Was war das denn jetzt? Ihr Sanitäter, wenn Ihr Gesundheitswert weit abgesunken ist oder eines Ihrer Squadmitglieder so schwer verletzt wurde, dass es das Bewusstsein verloren hat, es kniet dann auf dem Boden. Vorsicht, befindet sich ein Squadmitglied in diesem Zustand, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es stirbt, falls es nicht behandelt wird. Sollten Sie Ihren Sanitäter dicht an die verletzte Person heranbringen? Er wird Sie dann automatisch heilen. Die Sanitäter, die Sie überall im Spiel antreffen, die sind alle austauschbar, ich verstehe, können jedes Ihrer Squadmitglieder heilen, nur sich selbst nicht. Das ist natürlich traurig, ne? Das ist so ein bisschen wie heißt das denn nochmal gleich? Ist egal. Achten Sie deshalb stets auf die Gesundheit Ihres Sanitäters und heilen Sie ihn, wenn er verletzt wird. Okay. So, darf ich das... Klack, klack, klack. Funktion. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Okay. Vielleicht hätte ich alles nehmen sollen. Ach, ich bin randvoll. Der nächste bitte. Still, ich mach das schon. Ja, danke. Hast du das mit Lebensenergie unten? Aha, aha, aha. Danke, Chef. So, jetzt mal kicken. Wie kann ich denn... Gruppe folgt. Kann ich der Gruppe sagen... Hier, North. North, gehe zu... Leeren... Wieso gehe ich zu Inventar? Was ist das für ein Quatsch? North. Waffe und Munition nehmen. Was ist los mit Ihnen? Wann wird's? Waffe geben. Wir geben ihm nichts. Was hab ich jetzt gemacht? Sag mal. Oh, das fand er richtig scheiße. Jetzt hat er, jetzt habe ich eine Munition abgenommen. Was ist denn jetzt los? Achso, jetzt haben sie auf den Boden gelegt? Was ist los mit ihnen? Ja, scheiße. Zu wenig Vertrauen für Befehl. Sag mal. Wir geben ihm eine Pistole. Vielleicht bringen sie uns ja raus. Vielleicht. So, jetzt hat er ein Pistölchen. Genug. Jetzt findet er das wieder total knorke. So, und jetzt? Okay. Munition? Fragezeichen. Er fragt nicht so doof. Achso, ich. So, jetzt bin ich. Stehe ich vor ihm. Waffe und Munition abnehmen. Gehe zu. Gehe zu. Nein, jetzt gehe zu. Ist falsch. Folgen. Nee. Munition. Nur Munition in diesem.
Ne? Pistolenmunition. Einem Squad ist gegeben. Ah. Okay. Okay. So, jetzt hat er Munition. Aber ich hatte doch... Vielleicht... Moment. Geben Sie mal die Waffe. Geht's noch? Ja. Noch geht's. So. Die gebe ich ihm jetzt, ja? Maschinengewehrmunition. Kriegt auch ein bisschen. Okay. Fertig. Ah! Jawohl, so ist es. Das heißt, dann hole ich mal den Rest. Alles klar. Das ist aber auch erstmal eine schwere Geburt hier. Was müssen wir denn... Achso, wir müssen da vielleicht an den Computer. Nein. Computer sagt nein. Okay. Ah. Ist das denn krasses? Bereich scheint sicher. Klar. Bereich scheint sicher. Kann leider... Ach, hier ist kalt. Sieht wirklich ein bisschen aus wie im Film, oder? So teilweise. Da kannst du nochmals einen anderen Film, der auch so in dem Stil war, auch mit so einer arktischen Geschichte mit dem komischen... mit dem Affenmann. Wie hieß der? Ron? Bereich scheint sicher. Klar, alles fällt auseinander, aber Bereich scheint sicher. Aber das war mir viel zu viel Klimascheißdreck, den sie da reingebaut haben. Es ist eiskalt draußen. Ach, geht so. Was muss ich denn, was wird denn jetzt von mir erwartet? Gibt es irgendwie eine Lampe? Ach, das war mal ein Herrenklo. Okay. Hier geht's offenbar weiter. Gucken wir erstmal. Ach so. Verschlossene Türen. Nicht alle Türen öffnen sich erst, nachdem sie einen Verteilerkasten repariert haben. Ach so. Einige sind einfach nur verschlossen und benötigen einen Schlüssel. Die Tür vorhin ist eine verschlossene Tür und sie müssen den Schlüssel finden, der sie öffnet. Der Schlüssel kann ganz in der Nähe oder ganz weit weg oder sehr weit entfernt sein. Er kann auf einem Tisch liegen oder sich in der Hand einer Leiche befinden. Wann immer sie den Schlüssel für eine verschlossene Tür finden, müssen sie lediglich zu dieser Tür zurückkehren und schon öffnet sie sich automatisch, tippt der Schlüssel zu dieser Tür ist unterirdisch versteckt. Wie jetzt? Aber schön warm ist es. Zugang zum Krankenrevier verschaffen. Unterirdisch. Okay. Und wir fett gespoilert. Unterirdisch. Was müssen... Ah, hier vielleicht? Nee. Ist die Bombe eingeschlagen oder was? Ah. Das sieht fast unterirdisch aus. Was ist es? Ach, da unten. Kann ich damit interagieren? Nee. Wieder die natürlichen Levelbegrenzungen natürlich. Natürlich, natürlich. Halt, kommen wir da irgendwie... Hier waren wir, ne? Ja, ja, ja. Moment. Ich glaube, ich muss mal wieder nicht frische Luft schnappen, sondern das genaue Gegenteil. Hier kommen wir nicht weiter, aber hier war es schön, schön warm, oder? Ja, sehr schön. Achso, hier an der Tür ist wiederum kalt, aber hier geht's. Ach, die Lampen hier, oder was ist... Nee. Ist es jetzt hier warm und wenn ich näher an die Tür rangehe, wieder nicht? Egal. Also, wir müssen irgendwie nach unten. Was auch immer das bedeutet. Wir müssen irgendwie buddeln. Wind weht wie verrückt. Ich würde gerne... Moment, schieß mal. Okay, da geht noch mehr. Ich muss mal die Lautstärke wieder ein bisschen hochdrehen. So vielleicht. Änderungen übernehmen. Boah. Ja, schön laut. Dass in die Action kommt, am besten, tja, Ohren zu halten, würde ich sagen. So, wir müssen irgendwie nach da unten, hieß es doch, oder? Wir müssen unterirdisch etwas finden. Oh, Waffen. Ja, warum nicht?
Nehmen wir doch das Pistölchen. Das 40 Schuss wahrscheinlich. Tja, und nu? Kann man da irgendwie runter? Ja, ich höre. Kommen? Ne, Roger, muss man ja hier sagen. Roger. Rabbit? Ne. Was Munition? Klack, 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 klack. Wenigstens viel Munition. Kann ich denn auch die Squad-Mitglieder wechseln, oder? Und wieso ist eigentlich nur einer dabei? Also der andere mag mich nicht mehr, ne? Feuerlöscher. Warum? Ach, so ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure. Wird das wahrscheinlich sein. Es ist wahrscheinlich irgendwo ein Feuer ausgebrochen. Das muss man erstmal löschen. Ja, und irgendwas war mit Mayday, Mayday oder so. Was ist das? Ah, Flares. Richtig? Sieht jedenfalls aus. Tja. Den Tunnel gehen wir gleich. Erstmal. Das war's. Bitte? Oh. Ich versteck dieses Band, wenn ich fertig bin. Zu laut. Für die Nachwelt, falls wir es nicht schaffen sollten. Der Sturm tobt jetzt schon seit 48 Stunden. Wir wissen immer noch nichts Genaues. Noch was. Dieses Ding zerfetzt anscheinend die Kleidung, wenn es dich übernimmt. Windows hat zerrissene Unterhosen gefunden. Leider ohne Namensschild. Keine Ahnung, wem die gehören. Wir sind müde. Und ich kann nichts machen. Nur warten. R.J. McReady. Helikopterpilot, US-Außenposten Nord 31. Ich war's. Ich wiederhole es nochmal, oder? Nee, ich breche sofort ab. Ja, ein bisschen arg laut war das gerade, aber ich glaube. Ich glaube, das muss so. Ja, das heißt, Klamotten werden zerrissen. Er hat zu lange draußen gewartet. Okay. Was war das gerade mit der lustigen Musik? Ach ja, das hier gab es übrigens vor kurzem auch im Remaster. Fällt mir gerade mal so ganz spontan ein. Ja. Wollte das ja eigentlich schon längst mal machen. Dann kam das Remaster und dachte ich, oh, dann halt nicht. Aber. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen. Okay. Ja, Night Dive, ne? Stimmt gut. Ein Schlüssel. Aha. Tipp, dieser Schlüssel ist, findet sich unterirdisch. Was ist los? Ach, da muss man... Nicht wirklich. Du hast dich jetzt nicht wirklich eingenässt. Nee, hier außen rum. Was zur Hölle war das denn? Hier ist doch nichts. Wieso hat er sich denn... Oder ist das wie die Sims und ich muss jetzt darauf achten, dass sie auch, dass ihr Urinlevel immer entsprechend hoch oder niedrig in dem Fall ist. Okay. Komm mit, du Pisser. Jetzt haben wir auf jeden Fall Namen für ihn, das war schon mal nett. Kann ich mir dich merken? Du bist der Pisser. Mein Gott, lullt der sich da einfach an? Das gibt's doch nicht. Was sind das für... Ach komm, einmal mit Profis, oder? Raupe. Okay, Waffe wechseln auf irgendwas, was schnell ist. Was heißt das? Wurde es jetzt gespeichert? Warum kommt man nicht mal... Naja, sag mal nix. Unterlagen? Muss ich die lesen oder nicht? Ach! Stimmt, da war ja was. Wir werden hier sterben! Dummes Zeug. Ich bin okay. Ja, aber geistig nicht, oder? Ich bin okay. Oh Gott. Sollte ein infiziertes Wesen das Festland erreichen, würde im Laufe von circa 72.000 Stunden die ganze Welt infiziert. Ja, das geht ja noch. Das ist wohl nicht so dringend.
Was ist denn das für ein Quatsch? 20.000? Ach so, kann sogar sein. Ich rede wieder ein dummes Zeug, oder? Was ist das denn? Menschlein. Ein infiziertes Wesen hat die Fähigkeit, sich zu teilen und trotzdem zu überleben. Jeder Teil agiert als unabhängiges Ganzes. Mhm. Türen mit Code-Schloss. Die Tür vorhin ist eine Tür mit Code-Schloss. Und Sie müssen den Code finden, um sie zu öffnen. Zugangscodes können sowohl niedergeschrieben als auch als Teil von Computer-Terminal-Nachrichten gefunden werden. Sie müssen sich diese Codes nicht aufschreiben, da Blake sie sich merkt. Okay. Wenn Sie den Zugangscode für eine Tür gefunden haben, gehen Sie zu dem Eingabefeld neben der Tür und drücken die E-Taste, um die Tür zu öffnen. Aha. Suchen Sie nach dem Zugangscode für diese Tür und kommen Sie zurück, wenn Sie ihn gefunden haben. Tape-Zugangscodes sind gewöhnlich einfach eine Reihe von Zahlen und häufig nicht eindeutig beschriftet. Zugangscodes sind gewöhnlich einfach eine Reihe von Zahlen und häufig nicht eindeutig beschriftet? Aha. Okay, vielleicht der Müll? Ist das Müll? Da hätten wir noch mehr Zettel gelegen, oder? Ich glaube ja. Das könnte sein. Wie komme ich da hin? Kommt natürlich nicht über die Kisten, das ist klar. Kann man die kaputt schießen. Ja. Tatsache, okay. Weil die sahen zu Metallen aus, und dachte ich, nee. Obwohl es sich um das wahrscheinlich furchterregendste biologische Wesen handelte, auf das wir jemals gestoßen sind, bin ich doch der Meinung, es könnte unser Verständnis biologischer Zusammenhänge erheblich erweitern, wenn wir es unter kontrollierten Bedingungen untersuchen können. Ja, genau wie bei Alien, ne? Der Berg zum Beispiel, ja. So Strom anstellen. Oder, was ist das da? Einfach was zum Teufel? Was redest du schon wieder? Mit dem will ich das da nach Hand, sieht oder? Nicht gut aus. Ja, ich glaube auch. Ich mach das schon. Wie jetzt? Wieso redet ihr hier in der Ecke immer so dummes Zeug? Ist das wie der Mann? Nicht so gut, ne? Sah schon mal besser aus. So, Chef. Okay. Ja, das ist mir sehr wichtig, das zu erfahren. Hier. Ah! Das Virus hat die Fähigkeit, das Original einschließend seiner Kleidung biologisch exakt zu replizieren. Ja, einschließlich. Aha. Halte ich ja für ein Gerücht, aber gut. Also erstellt eine 1:1 Kopie. Ja, ich habe den Code nicht. Wo mag der Code liegen? Sollen wir da raus oder bin ich jetzt doof und sehe es einfach nicht? Hier liegt Adrenalinspritzen. Sie haben gerade eine Adrenalinspritze aufgesammelt. Wenn Squad-Mitglieder unter extremem Stress leiden, ja, nässen sie sich ein. Kann eine Adrenalininjektion sie kurzfristig etwas beruhigen? Wir können auch einen Tee trinken, aber gut. Um einem Squad-Mitglied Adrenalin zu injizieren, drücken sie die I wie Adrenalin? Oder ist das L? I oder L? Taste, um ihr Inventar zu öffnen. Ach so, I. Und danach die Eingabetaste auf dem Bildschirm in der Mitte des Bildschirms. Was? Symbol in der Mitte des Bildschirms. Dadurch gelangen sie zu ihren Gegenständen. Bewegen Sie die Maus in die Richtung der Adrenalinspritze und drücken Sie die Eingabetaste. Sobald die Spritze markiert ist, drücken Sie jetzt die Esc-Taste, um zum Spiel zurückzukehren und nähern Sie sich dem Squad-Mitglied, dem Sie das Adrenalin injizieren möchten. Mit einem Druck auf die Eingabetaste können Sie dann die Adrenalinspritze benutzen. Das Squad-Mitglied beruhigt sich nun für eine bestimmte Zeit. Bringen Sie den Mann aber lieber weg von dem, was ihn in Furcht versetzt hat, bevor die Wirkung des Adrenalins nachlässt. Wieso? Objekte ansehen. Ah. Spritze. Anwählen, abwählen mit Enter. Ablegen kann man es auch. Okay. Waffen ansehen. Okay. So, jetzt mal schauen. Hier. Obwohl der Kontakt mit einem infizierten Wesen nicht zwangsläufig zu einer Infektion führt, besteht doch eine Wahrscheinlichkeit von zwischen 50 und 70%. Ja, das ist unangenehm, ne? 50-50 plus X. Nicht so gut. So, die Frage ist, was mache ich denn jetzt hier? Ich muss irgendwie den krassen Code finden. Und wenn ich da hingehe, dann heult er wieder rum. Wir sind im Eimer. Ich kenn dummes Zeug. Mir geht's gut. Ja. Mir geht's gut. Lügt er dreckig vor sich hin. Nur was kann ich... Erweiterte Verteilerkästen. Vor ihnen befindet sich ein
Erweiterter Verteilerkasten und nur Ihr Techniker kann ihn in Ordnung bringen. Damit der Techniker einen erweiterten Verteilerkasten repariert, müssen Sie den Verteilerkasten zuerst identifizieren, indem Sie genau wie bei einem normalen Verteilerkasten auf ihn zugehen, bis sein Name erscheint. Sie können Ihren Techniker auf zwei Arten auffordern, den Verteilerkasten zu reparieren. Erstens, wenn sich Ihr Techniker nahe genug bei einem Verteilerkasten befindet, erscheint über seinem Kopf das Symbol für das kann ich reparieren. Achso, in diesem Fall können Sie direkt zu ihm gehen und die E-Taste drücken. Damit befehlen Sie ihm, den Verteilerkasten zu reparieren. 2. Rufen Sie das Squad-Menü auf. Also, indem Sie die Tab-Taste drücken, wählen Sie dort zuerst den Techniker, dann die Option Gehe zu, den Befehl auf der linken Seite und zuletzt den Verteilerkasten an, den er reparieren soll. Sofort macht er sich an die Reparatur. Das geht so schnell, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt ist Stromversorgung. Heißt, wir müssen... Wieso ist er eigentlich nicht da? Achso, ich habe mir gesagt, du bleibst da. Und der andere, der hat keinen Bock mehr? Ach, stimmt. Das Vertrauen ist ja so ein bisschen im Keller. Ich nehme mal die anderen Jungs jetzt auch mit, oder? Soll ich die mal kaputt schießen? Nee, das lassen wir sein. Scheiße hier. Scheiße hier? Bitte? Das benehmen sich mal. Scheiße hier. Scheiße, Sir. So, mitkommen. Dummkopf. Der Borovs. Folgen. Sehr gut. Er folgt. Jawohl. Jawohl. Den North. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil den brauchen wir noch. Okay. Momentan vielleicht nicht, aber irgendwann bestimmt. Gerade wenn es so eine Situation ist, einer muss der Held sein, dann schicken wir natürlich erstmal den North rein. Sind ja quasi am North Pole. Nee, eigentlich am South Pole. Rest kommt. Jawohl. So, alle rein in die gute Stube. Alles klar. So. Wie war das noch? Also ihn an... Ja, mit den Türen haben sie ein bisschen Probleme. Genau das. So. Anklicken. Und dann macht... Ja, Sir. Ja, Sir. Dann macht ihr einfach, was befohlen wurde. Und es werde Licht. Hervorragend. So, jetzt müssen wir irgendwie... Ach, bestimmt mein Computer muss jetzt krass hackern, oder? Dass ich die Zahlenkombination... Natürlich. Himmel, was ist das? Ruhig. Alle bleiben beisammen, bis wir wissen, was hier los ist. Danke für die Cutscene. Für die Zwischensequenz. Angst eines Squad-Mitglieds. Ihre Squad-Mitglieder sind sich der Lage und ihrer Umgebung jederzeit bewusst. Und wenn sie zu viel Übles gesehen haben, drehen sie durch. Wenn sie sich darüber informieren wollen, wie ein Squad-Mitglied mit der Situation fertig wird, öffnen sie das Squad-Menü mit der Tab-Taste und betrachten sein Bild. Wenn der Mann in Ordnung ist, blickt er entspannt von links nach rechts. Wenn er sich erkennbar fürchtet, wirft er panische Blicke nach allen Seiten. Sollte er kurz davor sein, durchzudrehen, zittert er unkontrolliert. Um die Angst eines Squad-Mitglieds zu verringern, können sie versuchen, ihm eine Waffe zu geben. Ach, nochmal. Können sie versuchen, ihm eine Waffe zu geben oder ihn aus dem Gebiet zu bringen, indem sie ihm befehlen, ihnen zu folgen? Lesen Sie im Missionshandbuch nach, welche Maßnahmen sie ergreifen können, um ihre Squad-Mitglieder zu beruhigen, wenn diese von Angst überwältigt werden. Okay. Bereich scheint sicher. Das halte ich für ein Gerücht. So, wie war das jetzt? Die Figur ist im Arsch, was? Das sieht so aus, ja. Ich bin was? Was bist du? Bist nicht ganz normal. Ach hier, guck mal. Links. Wo sind sie? Die sind überall. Der Veldorn hat eine Waffel. Was machen wir mit dem? Du dummer Veldorn. Ist mir noch wurscht. Achso, wenn er durchdreht, knallt man halt einfach ab. So, du pass mal auf ihn auf. Hier der Veldorn, der ist ein bisschen... Der hat eine Waffel. Moment, wir schauen erstmal hier. Genau, wie ich sagte, Computer, krasses Hackhorn. Wo ist der Code? Ah, ich habe einen fünfseitigen Bericht über die Autopsie an dem anomalen Leichnam zusammengestellt, der in der Station der Norweger gefunden wurde. Offenbar haben wir es mit einer Art von Wesen zu tun, das sich selbst regenerieren und alle möglichen biologischen Lebensformen annehmen kann. Zugang zu den Arzneimittelvorräten haben nur ich und Gary, Code 1138. Aha. Solche Informationen hat Whitley gemeint. Ich muss diesen Bericht finden.
Bleibt der da hinten jetzt stehen? Nee, der kommt doch. Der Lehmann. 1138. So. Oh. Medizin? Ich nehme mal einfach alle, oder? Kann ich irgendwie. Kann ich das verteilen? Moment. Ach, guck mal. Er ist jetzt raus aus dem Bereich. Jetzt geht's ihm wieder gut. Okay. So, Gruppe bleibt. Falsch. Veldon. Gehe zu. Bleiben. Gehe zu. Also, das ist Quatsch. Bleiben. Nee, nee, alles gut. Ich den Leuten das irgendwie übermitteln? Moment. So, Inventar. Anwählen, ablegen. Adrenalin. Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Anwählen, abwählen, selbst anwenden, ablegen. Was ist denn, wenn ich das ablegen würde? So, jetzt ist abgelegt. Raus aus dem Menü. Gut, und jetzt, weiß ich nicht. Hier, der Veldon. Geh zu. Nee. Lehrer Inventarplatz angewählt. Ach nee. Ja, bringt alles nichts. Okay, hat sie erledigt. Mitnehmen. Vielleicht muss ich das auch alles machen. Ich habe keine Ahnung. Aha, wieder. Mach mal die Tür zu, Junge. Es zieht. Also reparier. Datenraum. Das machst du. Oder wie? Ne, mach ich gerade. Aha. Aber jetzt mach echt mal die Tür zu. Das ist ja nicht mehr feierlich hier. Wir lauschen. Das Spiel speichert. Ah, speichern. So, so, so. Audiorekorder ermöglichen Ihnen, Ihre Fortschritte zu speichern, um ein Spiel zu speichern. Gehen Sie auf einen Audiorekorder zu, bis das Handsymbol erscheint. Drücken Sie dann die E-Taste. So gelangen Sie in das Spiel-Speichern-Menü. Okay. Speichern. Hervorragend. Hervorragend. Moment. Alles klar. Ja. Gut. Weiter im Text. So. Und nun? Wir haben keine Aufgabe, ne? Wir machen einfach mal. Laufen einfach. Ach ja, irgendwas mit Norwegern. Das Lager der Norweger. Was ist das hier? Öffnen. Oh, das ist bestimmt krasse C4-Geschichten, oder? Schauen. Wie jetzt? Ja, nix. Nix ist es. Was habe ich denn da gerade aufgenommen? Man weiß es nicht. Achso, wahrscheinlich müssen wir den komischen Leuchtdingern folgen. Lang halte ich das nicht mehr aus. Was denn? Diese Kälte bringt mich noch um. Dann gehen wir rein. Oh, oh. Whitley, hier ist Blake. Was haben Sie? Ein Toter, identifiziert als Charles, keine Überlebenden. Und sowas wie... Ein Toter? Und was? Und ein unbekanntes Vehikel. Sieht... wie ein UFO aus. Colonel? Colonel! Roger, ich schicke sofort einen Helikopter. In der Nähe des Lagers wurde vor kurzem eine Kiste mit C4-Sprengstoff abgeworfen. Sie müssen alle verbliebenen Gebäude damit bestücken. Ich werde von hier fernzünden. Bestätigt. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Okay. Hat jemand aber Gottvertrauen, ne? Der General wird's schon richten. Was hat der da? Eine Flasche? Hm. Wir sind so rund für Jackie, aber sowas in der Richtung wird es wahrscheinlich sein. Okay. Heißt, wir müssen sprengen. Und die kann ich, wie war's mit F, kann ich die einsehen, ne? Nee. F war Schlüssel ansehen. Was haben wir für Schlüssel? Wir haben, ach, C4. Ah, das ist ein Schlüssel. Okay. Die habe ich jetzt. Ach, die habe ich. Das heißt, wird er automatisch gleich aktivieren.
So, und wo sprechen wir das am sinnvollsten? Ah, hier. Logisch. C4 im Krankenrevier anbringen, abgeschlossen. Können wir auch klein schreiben, aber macht doch nichts. Komplett in Deutsch. So, das hätten wir. Wo das andere? Unterirdisch oder... Ne, die Hütten müssen weg, ne? Die Hütte muss weg. Ja. Zum Evakuierungspunkt zurückkehren. Wo ist denn der Evakuierungspunkt? Wo wir waren? Oder was? Oder wie? Ist das hier der Evakuierungspunkt oder der andere? Ah, Munition? Noch mehr Waffen? Sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich auch anderen Leuten... Ach hier! Genau du. Halt, stopp. Bleiben Sie mal stehen. So, der Veldon. Dem einem Squad-Mitglied geben Waffe. Und zwar Maschinengewehr. Ach ja, hier sieht man zwei. Ah, ich verstehe. Maschinengewehrmunition. Kriegt er auch noch. So, zwei. Lassen wir es ruhig drei sein. So. Ne, reicht. Ist er bestimmt? Okay. Ah. Okay. Plus 100 Punkte. Das mag uns bestimmt. Halt ihr noch mehr Munition? Perfekt. United States National Science Institute Station 4. Oh. Also hier sind wir wahrscheinlich doch falsch, oder? Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu, was weiß ich, da wo die, ach klar, wo die Flares, die lustigen, wie heißen sie denn noch? Na, wo die roten Dinger da halt stehen, die so Dampf machen. Oder Rauch viel eher. Da müssen wir gleich nochmal hin. Also irgendwie habe ich heute, naja, geistig nicht so auf der Höhe. Das frag ich mich ehrlich gesagt auch. So, dranbleiben, Männers, wir haben was zu tun. Komm, wir speichern mal spaßhalber, oder? Kann man das immer? US-Basis, Krankenrevier. Ah ja. Ist das nicht... Ist also nicht wie bei so anderen Horror-Dingern. Wobei ich muss sagen, dieses ganze Gelaber und Gelese... Scheiße hier. Scheiße, ja. Das ist irgendwie nicht ganz so Horror, aber vielleicht wird das noch. Vielleicht. Der Horror, das kannst du vorlesen. Und so wie ich lese, ist auch der Horror. Da komm mal ran. Die ganze Sache gefällt mir nicht. Was? Schnee, Regen oder was? Nacht? Ich werde hier. Oder was? Colonel, alle Sprengsätze wurden angebracht. Sind zur Evakuierung bereit. Was Neues vom Alpha-Team? Negativ. Vermutlich der Sturm. Möglich. Ich empfange seit rund einer Stunde gestörte Funksprüche. Ich stelle mein Team zusammen. Wenn der Helikopter da ist, soll er mich zum Alpha-Treffpunkt bringen. Negativ. Sie haben Ihre Befehle, Captain. Gefährden Sie die Mission nicht. Verstehe, Colonel, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ihr Team hat Probleme. Außerdem spreche nur ich Norwegisch, falls es Überlebende geben sollte. Blake, Ende. Wow. Blake, Ende. Blake, hören Sie mich? Roger, Colonel. Hier, Blake. Haben Sie jemanden gefunden? Noch nicht. Bin eben erst angekommen. Der Sturm wird schlimmer, nicht leicht was zu finden. Ihr kleiner Trick könnte sich auszahlen. Ich verstehe nicht, Colonel. Teil eines Funkspruchs von Pierce kam rein. Er hat was gefunden. Könnte Forschung sein. Finden Sie ihn, und zwar pronto. Positiv. Hat er was von Feinden in der Gegend gesagt? Negativ. Keine Feinde. Okay, bin dran. Blake, Ende. Lichtmasten. Lichtmasten zeigen Menschen den Weg von einem Ort zum anderen, wenn Schneestürme die sich weiter einschränken. Benutzen Sie die Masten, um unbekannte Bereiche zu erforschen, aber scheuen Sie sich auch nicht, den Lichtbereich zu verlassen, um sich weiter draußen umzusehen. Oh, 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 oh. Ich wünsche, ich hätte eine Taschenlampe oder sowas. Ach, Moment, Waffen? Okay, Waffen habe ich, Munition. Alpha-Team. Ach ja, wir haben nur das Beta-Team. Das müssen ein paar tausend Volt sein. Ich muss den Generator finden. Nee, musst du nicht. Strom. Okay. Generator finden. Krass, Heckhorn. War nett, ne? Das Orangenlicht, das gefällt mir schon wieder ganz gut.
Keine. Leuchtkörper. Noch nicht lange hier. Ja. Moment, ich möchte erstmal natürlich draußen gucken. Nicht direkt hier reinrennen. Da sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Weil wenn er Meldung macht von wegen, oh, ganz frisch. Da liegt vielleicht irgendwo irgendwas rum, was Feines. Hier zum Beispiel. Können wir ganz kurz mal eben uns ein bisschen umschauen. Oh oh. Ach, da haben sie wahrscheinlich versucht, das zu verbrennen, ne? War das nicht so im Film? Manu? Halt, stopp! Krasser Schockeffekt. Ah. Der Reich scheint sicher. Bitte? Wer hat das gesagt? Hier ist lauter Zeug. Oh. Verdammt. Was denn? Es muss einen anderen Weg da reingeben. Ja, es muss einfach, ne? Aber wir wissen schon mal, da ist jemand drin, weil der war nämlich sehr gesprächig eben. Ja, wie im Film hier, nicht? Ist das nicht ein Carpenter-Film gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber doch. Hallo? Aha. Ich will gerne mal. Komm, wir machen es mal. Ah ja. Nachladen? Ach, brauchen wir nicht. Über 40 Schüsse hier noch. So, was müssen wir machen? Strom an. Die Tür ist zu. Ah, vielleicht hätte ich das damit sprengen müssen. Obwohl, kann ich die Sachen aufnehmen? Ich weiß es nicht. Bitte? Wer hat das gesagt? Aha! Wo ist es? Vor allem, wieso... Wieso weiß ich davon? Nee, ist mich verarscht. Okay. So, Lampe ist aus. Sehr merkwürdig. Krasses Hackerhorn, oder was? Nee, die Tür ist zu. Zu ist die Tür. Ach, hier. Stromversorgung. Hackung an. Hm. Da ist doch was. Ist das Freund oder Feind? Irgendwas Grünes. Bestimmt Freund. Oh, shit. Identifizieren Sie sich. Captain, Ihr Carter. Herrgott, wo sind die anderen? Was ist hier passiert? Etwas. Keine Ahnung was. Aber sie haben uns angegriffen. Ich dachte, sie gehören zum... Moment mal. Kein Schritt näher. Woher zum Teufel sind denn Sie gekommen? Mit dem Helikopter von der US-Forschungsstation. 5 Klicks südlich von hier. Ah, ich bin schwer verletzt. Ganz ruhig. Ich sehe mal, was ich tun kann. Heilen. Wenn Sie oder ein Squad-Mitglied verletzt wurden und kein Sanitäter verfügbar ist, können Sie den Mann oder auch sich selbst heilen, indem Sie ihr einen Erste-Hilfe-Kasten verwenden. Squad-Mitglieder, über deren Kopf das Symbol "Ich brauche Gesundheit" erscheint, zeigen an, dass sie Heilung benötigen. Ist das Symbol sichtbar, können Sie bei dem verletzten Squad-Mitglied automatisch einen Erste-Hilfe-Kasten benutzen, indem Sie sich dem Verletzten nähern und die E-Taste drücken. Wenn Sie über einen Erste-Hilfe-Kasten verfügen, können Sie einen NSC aber auch heilen, indem Sie sich ihm nähern und die Eingabetaste drücken. Um sich selbst zu heilen, drücken Sie die Eingabetaste, wenn sich kein anderes Squad-Mitglied in Ihrer Nähe befindet. Aktivieren Sie das Squad-Menü, um einen Blick auf die Gesundheit eines Squad-Mitglieds zu werfen. Am unteren Rand seines Menüfeldes befindet sich eine rote Anzeige. Der Füllstand dieser Anzeige gibt Ihnen Auskunft über den Gesundheitszustand. Wichtig ist auch Folgendes. Wenn Ihre Squad-Mitglieder am Boden knien und bluten, ist deren Status bewusstlos. Gehen Sie schnellstmöglich zu den Verletzten und heilen Sie sie, sonst verbluten Sie mit der Zeit und sterben. Okay.
Ich bin total im Arsch. Ich merke das. Umgang mit Vertrauten. Vertrauen. Carter ist nicht sicher, ob er ihnen vertraut. Und bis er zu einer Entscheidung gekommen ist, wird er nicht mit ihnen kooperieren. Versuchen sie ihm eine Waffe und etwas Munition zu geben, um sein Vertrauen zu gewinnen, wie im echten Leben. Rufen sie das Squad-Menü. Mein Gott. Auf, indem sie die Blabla-Taste drücken, markieren sie den Carter, drücken sie die Eingabetaste, markieren sie jetzt auf der rechten Seite das Befehlssystem einem Squad-Mitglied geben und drücken sie die Eingabetaste, schieben sie die Markierung auf eine. Auf während ihrer Waffen klicken sie auf das, das kennen wir alles schon. Geben Button, Munition, Vertrauensanzeige, grün und so weiter und so fort. Gut, dann wollen wir mal. Was ist? Mission fehlgeschlagen. Was ist? Play. Ja, was ist denn das für ein Kack? Hä? Was war das denn jetzt? Okay. Man muss sich also tatsächlich ein bisschen beeilen. Ja, das ist jetzt natürlich doof, weil jetzt kennt man das schon. Ja, wie ich mir dachte, jetzt hat das gesamte Magazin gefuttert. So ein Dummkopf. Ja, ja. So, alles mitnehmen. Alles mitnehmen, wir lassen nichts liegen. Wer weiß, achso, ist hier was Gutes gibt. Verdammt. Es muss einen anderen Weg da reingeben. Das hoffe ich. So, Waffe erstmal weg. Wir wissen ja, es passiert nicht viel. Bisschen schade, ne, wenn man sowas dann immer wieder machen darf. Und offensichtlich, bis zum nächsten Magnetföhn oder Magnetophon müssen wir leider das immer wieder versuchen. Frischer Leuchtkörper. Ja. Noch nicht lange hier. Ganz frisch. Und was soll ich jetzt machen? Gleich ins Menü und sofort was in die Hand drücken. Das war doch der Trick. So. Kann das hoffentlich alles mal abbrechen. Ja, ja. So. Oh, 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 oh. Ein Bösewicht. So, das breche ich mir auch mal ab. Bisschen doof, aber... Okay, jetzt nochmal. Also, dem geht's nicht so gut. Oh, ein Strichlein Energie hat er noch. Und der zappelt so ein bisschen. Also, erstmal geben wir ihm etwas. Und zwar... Das haben wir doppelt. Munition. Und ein Magazin. Zwei Stück. Mehr kriegt er nicht. Wir trauen ihm nicht so hundertprozentig. Passt. So, was... Nun, er vertraut uns jetzt. Okay, Gruppe folgt. Ja, was machen wir jetzt? Umgang mit Vertrauten? Ja, ja. Ich bin okay. Ach ja? Wie? Wieso ist er jetzt okay? Interessiert mich das? Weiß ich gar nicht. So, Gruppe folgt. Gruppe folgt. Okay. Okay. Alles klar. Ich soll vielleicht auch mal ein Wäffelchen nehmen. Wäre gar nicht so schlecht, oder? Oh, was üken Terminals? Was ist ein Ding? Das, ach so, Überwachungskameranetz. UKN, ganz klar. Ist eine nützliche Informationsquelle. Mit der Sichtsteuerung wird die Kamera geschwenkt. Maus. Und mit dem WS der Ausschnitt vergrößert oder verkleinert. Tipp, die Vergrößerung ist wichtig für Blake, da er damit wichtige Informationen finden kann. Oh. Ah, der Magnetföhn. Aber der funktioniert nicht, weil Strom ist nicht an. Verteilerkasten fürs Labor. Ich brauche einen Techniker. Ja. Ich brauche wohl einen Zugangscode. Ja. Brauche einen Techniker. Der Reich scheint sicher. Denkst du? Aber dann kauert er da in der Ecke und macht nichts. Vielleicht muss ich die Wand so ein bisschen bearbeiten. Offensichtlich. Okay. Also, Techniker brauchen wir. Kriegen wir hin. Feuer. 8 geht von alleine. Ja. Müssen wir ganz kurz mal ein Momentchen warten. Dahinter ist auch noch irgendwas. Was... Feuer breitet sich ein bisschen aus. Hallo?
Irgendwas aktivieren. Was ist denn das? Flammenwerfer. Ah, natürlich. Tja, nu. Okay, jetzt haben wir einen Flammenwerfer. Was genau? Ach, damit kommen wir in den anderen Raum vielleicht rein. Das können wir dann abfackeln, oder? Oder wie ist das jetzt gedacht? Was ist denn? Brauchst du einen Tech? Ja, Sir, genau. Bitte? Ach, du bist. Hä? Ach, er ist der Techniker? Ach, krass. Achso, Hackron. Hacken Sie mal drauf los, junger Mann. Wir drehen alle durch. Dieses Ding im Eis. Niemand weiß mehr, wer ein Mensch ist und wer nicht. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Und unsere Chancen sind miserabel. Ja, miserabel finde ich ehrlich gesagt auch das, das Design von dem, ne, von dem Geschreibsel hier. Das ist echt irgendwie nicht so geil. Speichern. Okay. Damit. Ach, da ist ja ein kaputter. Den habe ich komplett übersehen. Mein Gott, wie abgestumpft bin ich eigentlich? Okay. Wer kommt denn da? Ich weiß es nicht. Gut gemacht. Aha. Okay, vielleicht können wir die Tür zumachen. Wer kommt denn da? Sieh mal einer, guck. Ja, keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, schwarzen Magen, das haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal in trockenen Tüchern, sozusagen. Kommen wir jetzt hier weiter? Nee, kommen wir nicht. Strom ist an. Speichern konnten wir. Und hier dumme Informationen nichts bringen. Ach, hier. Was haben wir hier? Irgendwas da drin muss mir doch helfen können. Ja. Irgendwas da drin, meinst du? Schwenken. Ach so. Nun, das hier? Ah, der Zugangscode. Da ist der ja. Ja, Eisblock. Was war das? Eisblock Schatzkarte. Oder was auch immer. Was ist das? Normales amerikanisches. Was soll... haben wir hier bloß zu suchen? Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Oh oh. Ist das ein Mensch? Man weiß es nicht. Okay. Hat sie erledigt. Und jetzt wissen wir was? Weder ein noch aus. Ah, nee. Ah, ich verstehe, verstehe, verstehe. Jetzt können wir den krassen Computer-Hackern, aber das machen wir nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Genau, das soll das mal gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es weiter. Passend zum Feiertag heute ein bisschen mal was anderes. Ein bisschen Horror gibt es ja sonst so selten hier. Aber naja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Krasse Schockeffekte haben wir schon ertragen dürfen oder wie auch immer. Und beim nächsten Mal mehr von The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Ich danke fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal, oder? Doch. Egal. Gucken tut da komisch. Aber sonst sagt er nichts. Also, beim nächsten Mal geht's mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis denne.